Thank you.
Hört ihr mich? Seht ihr mich? Und das erstmal. Dann werde ich euch erstmal die schöne Mail zeigen. Ja. Kurz vor Streamstart. Hallo? Hallo Lev? Hallo Henning? Kurz vor Streamstart habe ich eine Mail bekommen. Ich sage euch ja immer, das ist ein bisschen problematisch, wenn man da irgendwelche YouTube-Videos sich anschaut, aber nicht eventuell von Peter oder irgendein Tierrechtler, nein, sondern von der Kanzlei WBS. Die haben sozusagen Urheberrechtsanspruch erhoben. Auf das Video, warum ist Peter noch gemeinnützig? Dort werde ich demnächst mal hinschreiben. Ist nichts Schlimmes passiert, also das ist kein Streik, das ist, die Kanzlei will leider durch dieses, ich muss mal ein bisschen Klima an, Kälte machen. Die Kanzlei will leider durch dieses Video Geld verdienen. Und das ist ja immer so, wenn in Urheberrechtsanspruch gemeldet wird, bekommen die für das komplette Video die Werbeeinnahmen, aber bisher werden jetzt sowieso noch keine Werbeeinnahmen generiert, weil man braucht ja 1000 Subscriber und mindestens 4000 Stunden Wiedergabezeit in den letzten 365 Tagen und derzeit bin ich bei 650 Stunden und die Abonnentenzahl seht ihr ja 333, also da fehlt noch eine ganze Masse. Aber es ist natürlich ein bisschen, ich sag mal, schockierend, wenn man sieht, dass eben man so dann einfach mal eine Meldung kriegt. Wobei Christian Säumelke ja selbst teilweise eben auf Videos reagiert und die in seinen Videos abspielt. Ich weiß gar nicht, ob es in dem Video dort auch war. Das muss ich mir dann nochmal anschauen, ob er nicht da selbst von Peter oder irgendwas gezeigt hat.
Aber spielt keine Rolle, wie gesagt, es ist keine Auswirkung, es ist nur eine reine Content-ID-Anspruch und dass eben das Video nicht monetisiert sein kann. Also die Werbekosten würden komplett an Herrn Säumeke in diesem Fall gezahlt werden. Aber wie gesagt, bei mir gibt es dann so derzeit noch keine Werbung. So. Heute Thema habe ich ja mal gesagt, ich wollte ja mal meine Sichtweise sehen, euch aufzeigen, wie ich das sehe, was ist Tierschutz oder was ist der Unterschied zwischen Tierschutz und Tierrecht. Weil ich kriege immer wieder, insbesondere auf Facebook, immer die Mitteilung, ja, das sind keine, PETA ist keine Tierschutzorganisation, sie sind der Tierrechtler. Zeigen mir dann irgendwie sie, hier als Beweis dann die Satzung, wobei in der Satzung definitiv drin steht, dass eben der Verein auf Grundlage des Tierschutzes hauptsächlich gemeinnützig ist. Aber wie sehe ich das? Also das Problem ist in meinen Augen, dass viele überhaupt nicht wissen, wo der Unterschied ist zwischen einem Tierschützer und einem Tierrechtler. Es wird immer davon ausgegangen, dass eigentlich ein Tierrechtler gleichzeitig ein Tierschützer ist. Aber ist das wirklich so? Schützt ein Tierrechtler die Tiere eventuell mehr, wie sie auch immer wieder behaupten? Oder, hi Loveboy, oder ist es irgendwo dann doch ein bisschen anders, als wie man denkt? Ich bin jetzt halt eigentlich ein bisschen durch den, na, Streik ist es ja nicht, aber durch die Urheberrechtsanwälte ein bisschen Dings. Ich hatte nämlich extra nochmal geguckt, Tierrecht, Tierschutz, da habe ich nämlich einen Kanal gefunden. Achso, ich bin im Studio drin, sorry, da muss ich jetzt mal auf YouTube gehen. Tierrecht. Tierschutz. Also das versuchen ja immer wieder welche darzulegen, was der Unterschied ist zwischen Tierrecht und Tierschutz. Hier ist mal der Sachverhalt von einer, sie ist Veganerin. Wie gesagt, ich will hier nicht haten und ich bitte euch auch darum, dass ihr nie irgendwie jetzt massiv dort hier Dislikes verteilt. Wir schauen uns das mal an, wie sie das sieht, wo sie den Unterschied zwischen Tierschutz und Tierrecht sieht und ich kommentiere das. Ich weiß nicht, ob ihr es bei den Geil-Auf-Videos schon mal mitbekommen habt, dass ich auch viel im Tierrecht tätig bin und als kleine Einführung in das Thema, zu dem es in Zukunft auch öfter mal Videos geben soll, möchte ich euch heute mal den Unterschied erklären. Und zwar merkt man das am Infostand auch, dass immer so gedacht wird, dass Tierrecht und Tierschutz... Also Infostand, ich weiß nicht, bei welchem Verein die mit angehört. Ich habe mich darum mit jetzt nicht befasst. Ich habe einfach mal jetzt mal geguckt, wie sehen das jetzt mal Tierrechtler mit dem Unterschied. Und das war eigentlich recht super erklärt von der guten Frau von echt geil auf. Übergestellt aussehen könnte. Also ich finde, niemand darf ein Tier ohne vernünftigen Grund, dann ist es was anderes, Schmerzen, Leiden oder Schaden zufügen. Nee, also ich sehe das ein bisschen anders. Ein Tier darf... Ach so, ja, grüß dich. Genau so, wie man es beim Menschen auch erwarten würde. Ich wollte eigentlich über das, er hatte wieder mal einen schönen Kommentar beim Frank Albrecht beim, ich muss ja vorlesen, also hier, ihr seht in dem Chat, Loveboy hat sich gerade vorgestellt, er ist der Bruder von Frank Albrecht. Ich wollte eigentlich heute in dem Video drauf reagieren, aber das werde ich wahrscheinlich im Artikel machen, das ist wahrscheinlich besser. Seine neuesten Auswüchse in Richtung, hi Sonny, in Richtung, wer Lügner ist und so. Was er nie auf Enzo gepostet hat, sondern bei Zoo-Experte. Aber da werde ich morgen dann noch einen Artikel davon verfassen. Also meiner Meinung nach dürfen Tiere für den Menschen genutzt werden. Aber das damit verbundene Leiden sollte, wenn es möglich ist, vermieden werden. Ich setze mich darum vor allen Dingen für bessere Haltungsbedingungen für Tiere ein und kämpfe gegen besonders grausame Praktiken, wie zum Beispiel die Gänsestofflegung. Dem kann ich eigentlich, das ist eigentlich mein Standpunkt, den ich auch sehe. Also Tierhaltung ja,
Tiernutzung ja. Dass Tiere als Nutztiere gelten, ist in meiner Meinung nach auch richtig, dass man Tiere essen, dass man Tiere, Leder, Fell tragen kann, ist für mich auch legitim. Und das ist eigentlich mein persönlicher Standpunkt, wobei ich dann eben von veganer Seite her auch teilweise eben Sachen zustimme, wenn man eben dann auf Bezug sieht auf tatsächliche Tierquälereien. Wenn man dann aber wieder sieht, dass eben vegane Ernährung dann doch nicht so safe ist, wie man immer vorgaukelt, weil jetzt kam ja von Quarks TV, das ist ja immer eigentlich der immer so ein bisschen pro vegan und pro Tierrecht argumentiert, ein neuer TV-Beitrag, und da hat man eben mal das Thema Supplementierung sich angeschaut und festgestellt, dass doch davon her eben massive Gefahren ausgehen. Schauen wir mal weiter. Also die rechte Person ist, sagen wir mal, Tierschützerin. Was steht da an der Seite dran? Und die linke Person ist Tierrechtlerin. Tiere dürfen nicht zum Nutzen des Menschen gehalten werden. Da ein Leid des Tieres überhaupt nie vermieden werden kann und die Haltung fast immer mit dem Tod des Tieres endet, ich setze mich darum gegen jegliche Form der Haltung von Tieren zum Zweck für den Menschen ein. Ja, aber wenn man das sieht, wenn man jegliche Haltung verbieten möchte, dann ist ja auch die Haltung damit gemeint von Haustieren. Ich sag mal, tut ein Haustier Tierqual leiden? Klar, es gibt Fälle, aber das sind Ausnahmefälle. Und so ist das aber auch in der Tierhaltung, die für die Ernährungsindustrie stattfindet. Klar, es ist irgendwo schockierend jetzt, wenn man das sieht. Aber wer hat denn das verursacht? Ursache ist doch, dass eigentlich niemand mehr weiß, wie man einen Fisch ausnimmt, wie man ein Schwein schlachtet, damit man eben daraus eben Nahrung gewinnen kann. Die meisten Stadtmenschen wissen das doch gar nicht mehr. Und das sehe ich persönlich als Riesenproblem. In meiner Schulzeit, wir hatten zum Beispiel noch Schulgartenunterricht. Wir mussten immer die Woche im Garten dort richtig loslegen und haben dort gesät und geerntet. Ich weiß gar nicht, ich glaube nicht, dass es heutzutage noch Schulgartenunterricht gibt. Die Kriterien, ob ein Tier schützenswert ist oder nicht, orientiert sich doch an seiner Relation zum Menschen. Darum gibt es ja auch einen Unterschied zwischen Nutz- und Haustier. Also ich finde nicht, dass es sich nach den Kriterien des Menschen richtet, ob ein Tier schützenswert ist oder nicht, sondern jedes Tier ist gleich schützenswert. Es gibt hier keine Unterschiede. Die Kröte hat genauso ein Recht auf Leben wie ein Rind oder ein Elefant. Der Mensch hat über den Wert des einen oder des anderen Tieres nicht zu bestimmen. Jedes Leben ist Leben. Ja, bloß wie verhalten sich das bei Veganern, zum Beispiel Thema Insektenschutz, Mücken, Fliegen? Ja? Also dort sehe ich eigentlich schon wieder immer das Problem, dass man viel sagt oder dass man da einteilt, welches Tier eben schützenswert ist, weil teilweise werden ja Mücken dann eben mit der Giftkeule dann eben massakriert, weil die tun ihnen ja weh, es juckt. Und deswegen sehe ich das eigentlich immer ein bisschen skeptisch, die Behauptung, ja, es gibt, man kann nie ein Nutztier mit einem Haustier unterscheiden. Richtig, Sonny, Naturentfremdung. Das ist völlig klar. Also heutzutage, wie gesagt, lass es mal wirklich zu einer Katastrophe kommen, wo jeder letztendlich sich wieder darum kümmern muss, wie er überlebt. Wie es eigentlich nach dem Zweiten Weltkrieg war, teilweise war, wo dann eben die Leute eben zusehen mussten, wo sie was zu essen herbekommen. Ja? Und klar, die Regale sind voll, aber ich sag mal, Corona, wenn man sich das mal ein bisschen weiterspinnt, was wäre gewesen, wenn das komplett zusammengebrochen wäre und man selbst nicht einmal mehr die Regale füllen könnte, weil man eben den Lockdown so tief oder konzentriert durchgezogen hätte, dass eben man gesagt hat, okay, niemand darf mehr auf die Straße. Da gäbe es mit Sicherheit Probleme. Dass man, was mich natürlich ein bisschen skeptisch macht, ist, dass man in Deutschland eher ein Klopapier kauft, als wie irgendwie haltbare Nahrungsmittel zuschlägt. Das war für mich ein bisschen unverständlich. Also meiner Meinung nach dürfen Tiere für den Nutzen des Menschen getötet werden. Nein, ich finde nicht. Also auch ein Tierleben ist ein Leben, genauso wie unseres. Sie dürfen darum nicht getötet werden. Auch
was ich eben, da würde ich dann beispielsweise noch fragen, weil es gibt ja auch Veganer in den USA. Wie sehen die das mit dem Thema Todesstrafe? Ja? Also wenn man ein Tier nicht töten darf, dürfte man ja letztendlich eben auch Menschen nicht töten und letztendlich dürfte man dann eben kein Auto fahren, weil an der Autoscheibe dann eben die Insekten kleben bleiben. Erstaunlicherweise, ich musste sagen, in Indonesien, wir haben ja immer warmes Wasser, hier gibt es auch Insekten, aber die Insekten scheinen wahrscheinlich so intelligent zu sein, dass sie den Autos ausweichen. Egal wann ich gefahren bin, ich habe noch nie irgendwo mal irgendwie ein Insekt aufgegabelt. Das macht mich jetzt mal ein bisschen stutzig. Aber das ist ein Punkt, wo ich eben sage, ja, wie weit geht denn dieses Tierrecht? Hat eine Mücke ein Recht auf Leben? Hat ein Parasit ein Recht auf Leben? Ja, also der zum Beispiel irgendwie Menschen befällt in irgendeiner Form, hat er ein Recht auf Leben oder endet dort der Tierrechtsgedanke? Aber das ist eben das Problem, was eben nie angesprochen wird. Die reden immer von, ja, Großtieren, ich sag mal Kühe, Schweine, Mäuse, aber dann hört es irgendwo mal auf. Also so Insekten wird eigentlich von niemandem in der Tierrechtsszene irgendwie bevorzugt mit irgendwelchen Rechten ausgestattet. Weil das wäre ja auch das nächste Problem. Wenn man sagt, man will nur vegane Ernährung, dann müsste man ja massiven Insektenschutz auch sprühen, weil eben die Gefahr immer besteht, dass da irgendwelche Insekten die Ernte befallen. Siehe zum Beispiel Afrika mit den Heuschrecken und so. Wie will man sich dagegen wehren? Darf man das? Darf man die bekämpfen oder darf man es nicht? Weil da liegt für mich der Punkt, wo endet das Tierrecht in welcher Stufe eines Tieres? Hat ein Insekt noch ein Recht auf Leben oder nicht? Nicht für den Nutzen des Menschen. Nutztiere müssen unbedingt artgerecht gehalten werden. Dazu dienen ja die Haltungskriterien des Tierschutzgesetzes und es gibt auch die Tierschutz-Nutztier-Haltungsverordnung, die sowas regelt. Also das Wort Nutztiere oder überhaupt Nutztiere, die gibt es für mich gar nicht. Allein eine Tierart nach ihrem Nutzen für den Menschen zu benennen, ist für mich in Ordnung. Mastschwein, Legehenne, Sportpferd, Milchkuh, alles dasselbe. Außerdem können diese Tiere gar nicht artgerecht gehalten werden, solange sie nur für den Nutzen des Menschen existieren. Es reicht meiner Meinung nach schon aus, den Umgang mit Tieren durch das Tierschutzgesetz zu regeln und das halt immer wieder zu verbessern. Konkrete Rechte für Tiere sind da nicht notwendig. Tiere brauchen unbedingt Rechte, wie zum Beispiel das Recht auf Leben und das Recht, nicht gefoltert zu werden. Ja, also das ist zum Beispiel ein Punkt, den ich gänzlich nicht verstehe. Weil hier wird von seitens der Tierrechtler ja eigentlich Tiere vermenschlicht. Überall sagt man ja, tu zum Beispiel den Hund oder die Katze nicht vermenschlichen, es ist ein Tier. Aber hier im Bereich des Tierrechts werden Tiere, die letztendlich wirklich tatsächlich Nutztiere sind, ja in der Form irgendwelche Rechte zugesprochen, die sie eigentlich gar nicht haben können. Weil ein Tier kann sich nicht verteidigen. Ja, also es ist überhaupt nicht möglich, dass ein Tier sich verteidigt. Das haben wir ja im Fall, mit, wo wir das auch dieses Video von Christian Säumecke dort mit uns angeschaut haben, haben wir das ja erfasst, dass eben ein Tier überhaupt kein Recht hat und auch niemanden eigentlich ein Recht übertragen kann. Also wie im Fall bei Peter, dass eben Peter Lotte beim Bundesverfassungsschutz die Klage eingereicht hat, da kann man davon ausgehen, die wird hundertprozentig abgewiesen, weil eben Peter ja nicht mal nachweisen kann, dass sie überhaupt rechtlich eine Mandantschaft der Schweine übernehmen kann, weil erstens haben sie überhaupt keinen Bezug, zweitens haben sie nicht mal selber Schweine, also das ist fast unmöglich. Genau, sorry, das sind die Italiener sympathischer, die haben Wein und gehortet und Kondome. Ja, ich wusste gar nicht, was bei uns, ach so, bei uns war hier in Indonesien, ging Zucker zur Neige.
letztendlich durfte man bloß noch 2 Kilo Zucker kaufen und das war für mich eine Katastrophe. Ich trinke ja immer selbstgemachten Apfelwein, der ist mit hier Blutorange, also Wein, Apfel mit Blutorange ist das, selber machen. Und da kriegt man nur noch pro Einkauf 2 Kilo Zucker. Also Zucker war hier Katastrophe. Es gibt ja zum Beispiel sowas wie die Initiative Tierwohl und damit tut man ja was für den Tierschutz. Jetzt haben zum Beispiel die Schweine 10% mehr Platz zum Leben. Was als Tierschutz verkauft wird, ist Augenwischerei. Die Initiative Tierwohl sieht zwar nett aus, ändert aber auch nichts. Die 10% mehr Platz für Schweine ist zum Beispiel lächerlich. Der Platzunterschied ist so gering, dass es für die Schweine überhaupt keinen Unterschied macht. In dem Thema muss man aber wieder mal drauf verweisen. Zum Beispiel Peter hat zum Beispiel so einer Initiative in den USA zugestimmt, wo da war es bei Hühnern, wo man eben eine Briefmarkengröße mehr Platz für jedes Huhn als zum Schluss empfehlenswert gehalten hat. Also klar wäre es lieber, wenn es wieder so wie vor 50 Jahren wäre, dass eben die Kühe draußen auf den Feldern sind, also Biolandwirtschaft, wo man jetzt eigentlich wieder versucht hinzugehen. Aber da muss dafür auch gesorgt werden, dass die Bauern eben ihr Geld bekommen, was sie eben brauchen und nicht irgendwie, dass eben Aldi und Co. sich hinstellen und die Einkaufspreise einfach festlegen. Und eben dann noch gegenüber der Regierung sagen, ja, die Bevölkerung will das. Wenn die Preise genau festgelegt werden, dass zum Beispiel der Landwirt, wenn er jetzt zum Beispiel auch für das Kilo 2,99 € braucht und Aldi schlägt dann seine 15% drauf und verkauft das dann für 3,50 € das Stück Fleisch. Ich würde sagen, das wurde jeder noch finanziert. Klar musste dann der Staat eben wieder in die Tasche greifen, weil eben insbesondere Hartz-IV-Empfänger und Aufstocker, also Leute, die eben selbstständig sind und zum Beispiel nicht genügend Umsatz machen, damit sie davon leben können, müssten dort die Zahlen eben neu kalkuliert werden und dann müsste die Summe aufgestockt werden. Aber wo soll man das machen? Also deswegen sage ich auch immer wieder, der Staat ist ja gar nicht gewillt, dass das Fleisch teurer wird. Weil wenn das Fleisch teurer wird, müsste ja wieder mehr zahlen an alle Hartz-IV-Empfänger. Und das ist eben der Grund, dass der Staat letztendlich Aldi und Co. Machen lässt. Egal wo es sonst wäre, wenn es in der Autobranche wäre, da würden sie sofort mit dem Du-Du-Finger sagen und irgendwelche hier Konventionalstrafen durchsetzen, weil da irgendwelche Preisabsprachen gemacht werden. Bei Lebensmitteln hält man still von Seiten des Staates. Ach so, dass mit die Regenwürmer, ich habe mitgekriegt, Sony, und Maßen in die Bresche gesprungen. Aber Plastik nicht von echten. Ja, das ist ja auch das Nächste. Also, ja, das, wie gesagt, wenn man nur polemisch irgendwie was bringen muss, das ist ja das Problem beim Thema, bei Peter. Die Arbeitsweise sieht ja nur so aus, die müssen so und so viel Pressemitteilungen am Tag rausbringen, damit sie ihr Soll erfüllen. Ich weiß nicht, ob die Leute dort, also die Breining und Co., wie die dort arbeiten, ob die da irgendwie nach erfolgreichen Suchen dort irgendwie finanziert werden, dass sie sonst meinetwegen so und so viele Fälle bringen müssen. Weil wenn man sich manche Sachen anschaut, da kann man sich nur an den Kopf fassen, was Peter dort eigentlich immer wieder von sich gibt. Solange Schweine für den Nutzen des Menschen gehalten werden, ist das nicht artgerecht. Ich lehne die Haltung von Rindern in Anbindehaltung ab, da ihnen dabei halt einfach unnötiges Leid zugefügt wird. Die Haltung von Rindern zur Milch- und Fleischproduktion befürworte ich aber. Es kommt ja darauf an, wie die Tiere gehalten werden. Bei mir geht es noch... Ja, also, jetzt will man natürlich sagen, dass das hier, es ist ja kein Dialog in dem Sinne, es ist ja geskriptet, also abgesprochen, aber Anbindehaltung, ich würde sagen, jeder Mensch, der... Ich sag mal jetzt nicht ein Bauer ist, der Anbindehaltung durchführt, würde sagen, es wäre lieber, wenn die Kühe draußen auf dem Felde sind. Das wird eigentlich jeder sagen. Aber wenn man sich dann mal ein bisschen tiefer mit der Materie befasst, wie sollen 1000 Tiere jeden Tag
raus und wieder rein verbracht werden. Gut, früher haben sie eben im Sommer über generell draußen gestanden, da standen sie eigentlich nur im Winter im Stall. Aber selbst wenn du die Kühe heute draußen lässt, da gibt es doch solche stupiden veganer Leute oder Tier, möchte gern Tierschützer, die an irgendein Tier irgendwo eine angebliche Deformation oder das Wasser fehlt oder sonst was findet und deswegen das Veterinäramt anrufst. In dem Sinne musste man wieder sagen, klar, dann tue ich doch lieber meine Tiere in den Stall lassen, weil dann kommt, sieht die keiner und keiner kann dann irgendwie auf dumme Gedanken kommen und dort irgendwie das Veterinäramt informieren, weil dort irgendwo eine Kuh verletzt ist, die sich da irgendwo mal gestoßen hat oder vielleicht eine Bisswunde von einer anderen Kuh hat, weil es eine Rangelei gab. Das ist doch völliger Humbug, was dort eigentlich von seitens der Tierrechtler geschieht. Wenn, dann sollen sie nachweisen, dass sie eben diese Expertise haben, dass sie eben sich auskennen mit der Haltung im Bereich. Aber wenn man sich das Mädel hier anschaut, ich will jetzt sie nicht dissen, aber welche Erfahrung hat sie mit der Tierhaltung? Außer, dass sie vielleicht ab und zu mal ein Video von Soko Tierschutz oder Peter gesehen hat. Ja, wie gesagt, es gibt ja jetzt mittlerweile immer wieder mehr, die eben auf Öko setzen, wobei eben da das der Preis eigentlich wieder höher ist von dem Fleisch. Normalerweise müsste Ökofleisch subventioniert werden in Deutschland durch die anderen, durch die großen, also durch die Massentierhaltung, damit eben der Preis entweder derselbe ist oder das Ökofleisch eigentlich besser billiger ist. Weil dann kann man sagen, okay, dann hat der Käufer, der Kunde letztendlich eine Chance überhaupt zu wählen, weil was ist denn so? Geiz ist geil, ist doch immer so. Und wenn ich im Regal sehe, das ist eben ein Stamm von einem Tier, was eben in Massentierhaltung gehalten wurde, das stammt von eben, der eben ökologisch gehalten wurde, das ökologische Fleisch ist eben Euro teurer, was nehme ich? Ich nehme natürlich das von der Massentierhaltung, weil der Geschmack, das nimmt sich ja nicht viel. Ja, es sei denn, es wird mit Spezialfutter, es gibt ja so ein japanisches Fleisch, das habe ich jetzt mal letztens auch probiert hier, ist sauteuer gewesen, aber das schmeckt wirklich Wahnsinn, also ich weiß gar nicht, wie das heißt, muss ich mal googeln. Aber letztendlich muss entweder derselbe Preis sein und eben die Massentierhaltung muss die Ökotierhaltung subventionieren oder der Staat muss sagen, okay, Ökofleisch wird subventioniert, damit überhaupt der Kunde eine Chance hat zu wählen. Ja? Solange das Ökofleisch teurer ist, wird dann nichts passieren. Dann wird das eine Ausnahme bleiben. Ein bisschen weiter. Ich lehne die Haltung von Rindern vollständig ab, da sie immer mit Leid verbunden ist, selbst in der Biolandwirtschaft. Auch da werden den Tieren die Kälber weggenommen und wenn nicht, kommen zumindest die männlichen Kälber zu messen und werden irgendwann geschlachtet. So gut die Haltung auch sein mag, sie endet eben immer mit dem Tod des Tieres. Also was ich jetzt auf diesen beiden... Ja, also es ist erstmal nicht schlecht gemacht, muss ich sagen. Es ist auch interessant, aber ich kann da eigentlich die Aussagen, die dort getätigt werden, von seitens der Tierrechtler mit meiner Meinung nicht in Einklang bringen. Das ist das, was ich eigentlich auch immer wieder sehe. Also es ist ja schön, dass sich eben Leute oder besser gesagt Tierrechtler damit befassen und mal versuchen zu erklären und das auf normale Weise. Es gibt ja dann auch Erklärungsversuche, die dann eben unter aller Sau sind. Wie zum Beispiel von Veganen ist ungesund hier den Kanal. Die dann eben zu Ehren darauf wetten, dass eben auf den Kanal eben Fleischesser gehen und sich dann wundern, dass sie dort eben runtergemacht werden. Ich sag mal, Fakt ist doch, Tierhaltung ist notwendig, um die Ernährung der Bevölkerung zu sichern. Es funktioniert nicht, dass man komplett Deutschland allein vegan ernährt, weil wenn man das durchsetzen würde, was würde dann passieren? Man würde global überall die Nahrungsmittel aufkaufen und letztendlich würde dann irgendwo in irgendeinem Land dann die Nahrungsmittel fehlen, die man eben aufkauft. Das sieht man ja in Indonesien. Indonesien, das Beispiel hatte ich ja schon mal gesagt. Hier ist der Reis ist hier in Indonesien subventioniert und die Landwirtschaft ist eigentlich angehalten,
den Reis eben zum bestimmten Preis an die Zwischenhändler abzugeben. Also das ist nicht der Marktpreis, der liegt immer unter dem Marktpreis. Was machen die, die Reisbauern? Die haben sich in Kommunen zusammengeschlossen und die Kommune betreibt eben einen eigenen Aufkauf und die verkaufen ihr Reis nicht in Richtung Staat, also nicht in Richtung Indonesien, sondern die verkaufen den auf dem Weltmarkt. So, was macht Indonesien? Weil Indonesien hat das Problem, die können, es wird nicht genügend Reis produziert, weil der Reis eben ins Ausland geliefert wird. Die haben jetzt in Kambodscha und in Burma haben die jetzt Land gekauft, haben dort riesen Lagerflächen hingebaut und kaufen auf dem Weltmarkt den Reis auf, schiffen den wieder nach Indonesien, wovon teilweise eben das indonesische Reis ist, und verkaufen den dann hier in Indonesien subventioniert. Ja, also ein Unding in der Hinsicht. Und wenn jetzt man sagt, okay, man würde nur Deutschland, 80 Millionen Menschen in Deutschland vegan ernähren. Erstens haben wir ja durchkalkuliert, es ist überhaupt nicht möglich, dass Deutschland sich allein rein vegan ernähren kann. Das funktioniert überhaupt nicht von der landwirtschaftlichen Fläche her. Wenn man jetzt anfängt, überall irgendwo alles, was vegan ist, aufzukaufen, dann gibt es eine Riesenkatastrophe in der Welt. Ja, und das kann mir kein einziger Veganer erklären, wie das eben gehandhabt wird, werden soll. Ja, man sieht es ja auch bei der guten Frau, wie gesagt, sie sagte selbst, sie betreibt Infostände und so. Wie gesagt, ich würde mich gerne mal mit ihr auseinandersetzen und mal bestimmte Themen diskutieren. Ich würde auch mit dem Frank Albrecht mich mal zusammensetzen, aber was kommt, wenn ich ihn anrufe, wie damals? Da hat er gesagt, Sie trauen sich was, mich anzurufen. Ich verbitte mir das. Ich untersage Ihnen, mich zu kontaktieren. Das ist Frank Albrecht. Die pure Angst letztendlich. Und man kann eigentlich von unserer Seite her nur froh sein, dass eben die Tierrechtsszene immer in sich so verstritten ist. Klar gibt es mal Aktionen, wo sie dann gemeinsam auch auftreten, aber in der Regel machen doch diese kleinen Vereine immer das, was sie wollen. Also es gibt ja kaum gemeinsame Sachen. Ja, deswegen ist ja das Problem, dass da teilweise eben nur 3 Hampelmänner immer dastehen. Wenn es hochkommt, vielleicht 5 oder 10. Wenn es groß kommt, kriegen sie mal 200 zusammen. Aber man sieht es ja zum Beispiel bei hier Peter Hübner. Großkotzig sagen 200, die Polizei hat gesagt 200, Hübner behauptet, es seien 250 gewesen, die demonstriert haben. Wo wir uns gestern das Video haben, wir uns darüber angeguckt. Da werden eben Leute aus Italien angekarrt, da werden Leute aus England angekarrt, nur um dort Masse zu zeigen. Das muss man sich mal vorstellen. Also, selbst wenn man so Demonstrationen mal gesehen hat, die als Großdemonstrationen angekündigt wurden von Simon Fischer, da greife ich meinen Hut. Ja, also das ist letztendlich, können wir eigentlich froh sein, dass die sich untereinander eigentlich teilweise richtig noch zerreihen. Und Friedrich Mühlen hat sie jetzt erst weg vor ein paar Wochen, da hat er ein großes Statement gegeben, wo es mit der Kuh ist. Ja, warum rettest du denn die Kuh nicht, wenn du dort schon filmst? Und also, wir können echt noch froh sein, aber wir sind ja selbst nicht anders. Also bei uns ist es ja genauso, wir kriegen ja selbst nichts gebacken untereinander. Wenn dann der eine sagt, okay, Jäger sind keine Tierschützer, also mit Jäger nicht, selbst in den eigenen Verbänden ist man sich da teilweise eben so feindlich gesinnt, mit dem marschiere ich nie zusammen in einer Demo. Das ist eine Katastrophe. Richtig, Haltungsstufe 4, das ist ja das Problem. Das ist eben, wenn eben der Schritt getan wird, ich sag mal so eine Zertifizierung, so eine Tierschutzzertifizierung, wie dann immer vom Staat eben versucht wird durchzusetzen, das ist schon der richtige Weg. Ja? Aber das Problem ist der Preis. Solange der Preis nicht gleich ist für dasselbe Produkt, wird man die Kunden nicht dazu kriegen, dass eben sie eben Ökofleisch zu kaufen, anstatt eben das andere Billier.
Das ist eben die Mentalität, die Deutschland hat. Es ist in Indonesien ganz anders. Also in Indonesien, die gucken wirklich bei Gemüse eben eher in so Richtung Bio. Ja? Also das ist, macht natürlich Australien wieder einen richtigen Reibach, weil das wird eben größtenteils importiert. Und die regionalen Sorten, gut, wenn man sich mal eine Mohrrübe anschaut aus Indonesien, das dünne Ding, da würde man schon vom Aussehen her sagen, okay, ich nehme dann lieber die australischen, weil die sind hier, haben dann so einen Durchmesser und die indonesischen, die sind dann so und eben so übelst lang und sind eben auch total weich und die australischen sind eben richtig knackig. Das ist eben das Problem und aber dort hat man eben das, den Vorteil, gibt es einen Qualitätsunterschied. Ja? Das hat man ja, beim Fleisch sieht man das ja nicht. Das Fleisch, wenn man das nebeneinander legt, es sei denn, es ist dann irgendwie so ein spezielles Fleisch, wie hier das japanische, was so speziell marmoriert ist, da sieht man das natürlich. Aber da zahlt man auch für diese, ich sag mal, Marke. Weil zum Schluss die Produktion dürfte ja eigentlich nicht teurer sein als wie beim anderen Rind. Ich weiß gar nicht, wie das heißt hier, das japanische Rind. Japanisches Rind. Fleisch. Hier ist es doch. Wagyu. Wagyu. Ah, sieht man schon mal den Preis, ja. Also 750.000 sind 150.000 indonesische Rupie in Euro. Das sind 75 oder 750? Habe ich jetzt geguckt? 750 auch. Das sind 45 Euro. Ja, und wie viel hast du denn? Kilo oder was ist das? Gucken wir mal bei Shopee rein. Lager 200. Steht nicht da, wie viel Gramm das sind. Bewertung. Steht nicht da, wie viel Gramm das sind. Wahrscheinlich 6 bis 7 Scheiben oder was soll das heißen? F. Gramm. Das ist ja auch wieder lustig. Ja. So, Gramm. Jetzt haben wir das wieder. Gewicht. Jetzt müssen wir mal ein Gewicht. Aber steht nie, wie viel das ist. Was ist denn das andere? Wie viel ist denn das andere hier? Nehmen wir das her. Das könnte wahrscheinlich ein Kilo sein. Monate. Steht okay, Preis, kein Gewicht da. Das ist lustig. Wer kauft denn dann sowas? Also das war, ach, hier haben wir zum Beispiel. 550.000 Rupien für 250 Gramm. Also das wird eine Scheibe sein. 33 Euro. Für 250 Gramm. So ein Steak. Es ist aber auch in Deutschland teurer. Also ich sag mal, da muss man wahrscheinlich keine 33 Euro bezahlen, da muss man vielleicht 15 Euro bezahlen. Kobe, genau hier. Das meinte ich, genau. Das ist das hier. Ne, das nicht. Aber das Wagyu. Obwohl, das ist ja schon übersetzt. Indonesisch. Nein. Ja, und normales Rindfleisch, Preis Indonesien, Rindfleisch, guck mal doch mal bei Carrefour. Indonesia. Irgendwann mal, die haben doch mal so eine so eine Angebote.
Carrefour, Promo, Mega Carrefour. Also eine komplette Kuh kostet 13.000. Aber das ist ja für, sag schon, für Opferfest. Also wo die Tiere geschlachtet werden. Kannst du sozusagen eine komplette Kuh für 13 Millionen bezahlen, kaufen und kannst sie dann schlachten lassen. Und das meiste Teil von dem Fleisch wird dir dann an die Armen gespendet. 13 Millionen für eine Kuh. 13,512 sind 821 Euro für so eine Kuh. Und die werden eben teilweise eben auch größtenteils eben aus Australien importiert. Oder eben eine Ziege, also Ziegen und Lämmer machen sie teilweise und die Kühe werden eben geschlachtet. Aber da sieht man schon mal den Preisunterschied nochmal. Wenn hier so 250 Gramm, was kriegt man aus einer Kuh raus? Wie viel Kilo Fleisch? Weiß das einer? Wie viel Kilogramm Fleisch aus Kuh? Wenn man Google nie hätte. Wie viel Kilogramm bekommt man aus einem Rind? Ja, es ist nicht nur das System, das ist insbesondere Deutschland. Geiz ist geil Mentalität. Weil das, mich hat man mal früher angeguckt hier. Also wenn ich zum Beispiel mit der Familie meiner Frau hier einkaufen war, ich habe ja auch immer auf das Billigste geguckt. Und dann kommt immer, was billig ist, ist schlecht. Das ist eigentlich hier die Mentalität in Indonesien. Die sagen sich, wenn das billig ist, dann muss das schlecht sein. Einerseits sind das die Erfahrungswerte, die man zum Beispiel mit elektronischen Geräten hat. Und wenn ein Gerät hier billig ist, dann weiß man, es hält eben nur ein halbes, dreiviertel Jahr. Ja? Und so ist dann eben die Mentalität eben auch beim Essen. Also die kaufen dann eben eher teure Sachen, als wie eben irgendwelche Billigsachen. Weil die eben sagen, die Qualität stimmt dann nicht. Das ist eine ganz andere Mentalität. In Deutschland, das Problem ist, in Deutschland hast du auch generell immer eine Garantie. Wenn du ein Gerät anbietest, was nur ein halbes Jahr hält, dann hast du 2 Jahre Garantie. Dann muss der Verkäufer und der Hersteller dir eben das Gerät ersetzen, wenn es kaputt geht oder reparieren. Und das ist ja nicht so. In Indonesien hast du zum Beispiel maximal 1 Jahr Garantie. Gut, bei speziellen Sachen gibt es dann auch mal erweiterte. Ich habe zum Beispiel einen Canon-Drucker, da habe ich 3 Jahre Garantie bekommen. 2 Jahre normal und dann nochmal zusätzlich, wenn der eben dich innerhalb von 14 Tagen registriert, kriegst du nochmal 1 Jahr Garantie extra. Damals doch 450 bis 500 Gramm. Danke, Henning. Ja, da wirst du ja, das sind dann bei 250, 33 Euro mal 4, mal 450, wäre das 59.400, gut, man muss davon ausgehen, es ist ja dann nicht jedes, dieses spezielle Fleisch, weil bestimmte, dann sind da bis bestimmte Teile, die von dem Rind dort genommen werden, die dann eben dieses spezielle Fleisch ist. Aber lass es nur 200 Kilo sein oder 100 Kilo. Das ist trotzdem noch ein riesen Reibach. Okay, die werden speziell gefüttert. Also ich habe da mal irgendwann meinen Beitrag auch gesehen im Fernsehen. Die kriegen da spezielles Futter und so. Aber das Problem in Deutschland ist, in Deutschland würde eigentlich niemand dieses Stück kaufen, weil es niemand eigentlich richtig wertschätzt. Dort ist, in Deutschland geht man immer so, ja, es muss gegessen werden und was muss man essen? Also heute gibt es zum Beispiel Schnitzel und dann nehme ich lieber das für 99 Cent, als wenn ich dann eben das für 2,99 Euro nehme, weil für 99 Cent, das ist ja auch gut. Das ist ja, heißt ja nicht, dass es eben schlecht ist, weil du in Deutschland eben generell eine gewisse Garantie hast. Hier in Indonesien sagen die sich, okay, es ist billig, das muss schlecht sein. Ja? Das ist eben eine ganz andere Mentalität und die muss man irgendwo abstellen. Ja, 250 Kilo. Aber es ist trotzdem dann eben noch eine Masse. Also ich weiß, dass hier zum Beispiel so eine Rinderstücke, also ohne Knochen,
Die kosten hier, das sind glaube ich auch 100 Gramm, die kosten 250.000 hier. 250. Das sind immer noch 15 Euro für 100 Gramm normales Fleisch. Das hat aber nie hin. Ach nee, nicht 250. 48.000, sorry. 2,94. Für 100 Gramm normales Rindfleisch zahlst du hier 2,94 Euro in Indonesien. 100 Gramm, ja. Und jetzt gehen wir in Deutschland irgendwo in den Supermarkt und gucken mal nach einem 100 Gramm Rindfleischstück. Für Roulade oder so. Da zahlst du vielleicht, wenn es hochkommt, vielleicht 1 Euro, 1,20 Euro. Meistens sind ja drei Scheiben drin. Hier hast du deine Edelscheibe drin. Das ist eben ein riesen Problem, was man hier hat. Und deswegen ist ja auch das Problem, dass sich eben gerade arme Leute hier in Indonesien eigentlich Fleisch ist für die Luxus. Und gerade an solchen Feiertagen, wo wir von diesem Ausschnitt gesehen haben, wo die Kuh dort 13 Millionen gekostet hat bei Carrefour, hier, die dann eben beim Opferfest geopfert werden und dann das Fleisch wird eben dann an die Armen verteilt. Die haben an diesem Tag und vielleicht nächsten 5-6 Tage das erste Mal im Jahr Fleisch. Die meisten ernähren sich nur von Nudeln, Reis, also die kennen eigentlich vielleicht mal ein bisschen Fleischstückchen hier, so eine kleine Fasern hier von Hähnchen oder so. Aber sonst, vergiss es. Also selbst, man muss ja mal überlegen, hier verkaufen sie die Hühnerfüße. Die kaufen dann die armen Leute und machen daraus sich dann die Suppe. Ja? Wo man eben, oder die Köppe, weil die Köppe werden extra und die Füße werden extra verkauft. Da machen die sich daraus dann Suppe. Da würde bei uns schon sagen, nee, das ist nicht gut, das schmeißen wir weg. Die kochen da richtig noch eine Suppe draus. Und das kriegt man auch nicht raus. Also man kann sich von Seiten der Tierrechtler hinstellen, ja, ihr müsst jetzt alle vegan werden. Man muss das, klar, dieser Zwang, immer den Teller voll zu haben und ein großes Stück Fleisch zu haben, das ist ja auch der nächste Punkt. Ich hatte ja schon gesagt, in Indonesien gibt es zum Beispiel kein Messer. Also wenn man hier isst, hat man Löffel und Gabel. Die ganzen Fleischstücke sind eigentlich immer mundgerecht schon zurechtgeschnitten und du brauchst eigentlich bloß einen Löffel und eine Gabel. Oder eben mit Stäbchen isst man hier dann auch. Was man vorschlagen muss, denn es ist problematisch, was kann man umsetzen? Ohne dass es eben zu massiven Ausschreitungen kommt. Was passiert denn, wenn zum Beispiel die Forderung von Peter und anderen Tierrechtlern durchgesetzt wird, dass auf Fleisch 19% Mehrwertsteuer erhoben wird? Als erstes müsste der Staat definitiv die Gelder, die 19%, also die 7%, die dann zusätzlich reinkommen, oder 8%, müssten die sofort weiterleiten an die Hartz-IV-Empfänger. Also hätte der Staat eigentlich nichts davon. Würde aber deswegen der Fleischkonsum sich ändern? Beispiel, die Grünen haben ja durchgesetzt diese Ökosteuer, ja, wo da damals der Benzinpreis oder die Energie um 16 Cent angehoben wurde. Man hatte damit eigentlich gedacht, dass der Verbrauch, dass man sozusagen die Leute animieren sollte, weniger Treibstoff zu verbrauchen, nee, weniger Strom zu verbrauchen. Was ist zum letzten Schluss gekommen? Das hat keinen juckt, der Deutsche zahlt. Ja? Das ist ja das Problem, weil wenn es vorgeschrieben ist, dann macht man das auch, dann zahlt man das auch. Letztendlich kommt wieder der Steuerzahler für die höheren Kosten, weil eben Deutschland ein Sozialstaat ist, letztendlich dafür auf. Also wie gesagt, wenn, dann kann es eigentlich nur so sein, dass man anfängt, Biofleisch und Bioprodukte erstmal zu subventionieren. Dafür eben Fleisch von der normalen Tierhaltung muss eben im Preis steigen. Dafür wird eben der Preis von Ökofleisch gesenkt. Dann hat der Käufer definitiv eine Kontrolle. Und dann kann, also wenn der Preis identisch ist, dann würde doch jeder, also jeder normale denkende Mensch, der greift doch dann nicht zum Massentierhaltungsfleisch, sondern zum Biofleisch. Gehe ich jetzt mal aus davon. Also ich kann mir nicht vorstellen, wenn man die Wahl hat und der Preis ist identisch, dass man dann in das Regal greift, wo das Massentierhaltungsfleisch ist.
Ich weiß ja nicht, wie das bei euch aussieht. Also bei mir, ich würde auf alle Fälle dann eher auf die Seite greifen, wo eben das Biofleisch liegt, wenn eben der Preis identisch ist. Und dann müsste dann eben, wie gesagt, die eine Seite müsste hochgesetzt werden und der hochgesetzte Preis finanziert dann eben das Biofleisch und damit hast du nämlich dann die Chance, dass eben, wenn dann wirklich das Biofleisch mehr gekauft wird, dass halt immer weiter der Preis, also der Verbrauch vom Massentierhaltungsfleisch sinkt. Wenn das passiert, ist immer noch die Frage, Deutschland ist Exportmeister im Fleischexport. Wird die Massentierhaltung dann eingestellt? Das ist eine Frage. Also ich würde sagen, die werden sich eine ganze Weile halten können. Ja, also der einzige Vorteil, den man hätte, es würden dann eben wahrscheinlich wieder mehr Bauern ihre Bauernhöfe reaktivieren und dann eben dann doch wieder ihre 10, 20 Kälber oder Kühe dann eben oder Schweine eben auf Biofleisch eben machen und damit dann die Versorgung sicherstellen. Ansonsten, ich wüsste nie, wie man das machen soll. Ja, aber das, Henning, das hat ja nicht jeder, die Chance hat ja nicht jeder, dass man eben zum Bauern geht und dort sagt, hier, ich kaufe doch mein Fleisch. Oder ich kenne da auch jemanden, der holt sich dann eben eine Ziege eben mal im Jahr und schlachtet die und tut dann eben noch selber eben richtig einlegen. Und das reicht ihm dann. Aber die meisten, wie gesagt, ist ja auch das Problem, weil niemand weiß ja mehr, wie, also ein Stadtmensch jedenfalls, wie es in einem Kuhstall eigentlich aussieht. Ja? Also das ist eben das Problem, dass das niemand weiß. Und klar, man kann auf die DDR schimpfen, wie es ist, aber bei uns gab es zum Beispiel in den Ferien Arbeit und Erholung. Da hat man einen halben Tag von früh bis Mittag gearbeitet und danach hast du eben dann Ferien gehabt. Und das ging immer so 14 Tage, 3 Wochen. Aber da bist du eben auch mal in die Industrie reingegangen. Weißt du, da warst du eben in den Betrieb mal mit drin und konntest eben mal reinschnippern. Aber heute ist das ja nicht mehr so. Ich habe mir damit teilweise dann meine Ferien finanziert mit Arbeit und du hast ja nebenbei dann auch noch Geld gekriegt. Ja, also das ist eben das, was ich da eben irgendwo ein bisschen... Klar, man kann meckern auf die DDR, wie man will, aber auch wenn es dumm klingt, nicht alles war schlecht. Weil gerade mal sowas, also dass man eben die Kinder insbesondere eben mal so in Landwirtschaft, es gab ja auch so Wandertage oder so, wo man dann eben auch mal in Betriebe gefahren ist und sich das angeschaut hat oder eben auch mal Landwirtschaft oder bei uns war es dann so Erntehelfer. Also wir hatten dann eben, das war dann auf teilweise freiwilligen Basis, Äppelernte oder Erdbeerernte. Und da hast du dann nebenbei dann eben pro, beim Apple haben wir glaube ich 50 Cent pro Kiste gekriegt, also hier so eine Apfelkiste, wenn die voll war, 50 Cent, da hast du dein Taschengeld drin gehabt, weil du hast ja so und so nicht viel von den Eltern gekriegt, weil die haben ja auch nicht so viel verdient. Na? Aber heutzutage ist es ja eher so, dass die Kinder eben teilweise mehr haben als ein Hartz-IV-Empfänger. Ja, das habe ich auch schon gesehen, ne? Wurde so eine teilweise Fleisch- und Wurstautomaten. Ja, das ist eine Geschäftsidee, um eben die Preise eben mal rauszunehmen, von Aldi und Co. eben mal ein bisschen zu drangsalieren. Aber wirklich mal, wer hat denn wirklich, wenn du 40, na gut, bei 40 Stunden hast du vielleicht noch Zeit, aber es gibt ja wirklich Leute, die arbeiten 50, 60 Stunden in der Woche. Und wer hat denn dann wirklich noch die Zeit, eben raus aufs Land zu fahren und dann dort eben Eier und Wurst zu holen? Das ist ja das Problem. Und wenn man sich das, die Entwicklung mal anschaut, die Supermärkte, also erst sind die Innenstädte gestorben, weil da eben durch die Supermärkte, die alles anbieten und in der Stadt eben keiner mehr zum Bäcker oder zum Fleischer extra gelaufen ist, sind die gestorben und jetzt ist es der Onlinehandel. Amazon macht es ja schon vor, die bieten ja mittlerweile auch komplette Angebot in Lebensmitteln an. Das wird irgendwann mal dann die Supermärkte treffen. Irgendwann kaufst du dann nur noch online.
Und der große Reibach macht dann Amazon. Und ob man das will, also von unserer Seite, ich sage klar, der Kunde kann das beeinflussen, aber mal, ehrlich gesagt, es geht doch schon mal bei Elektronik. Wie viele Leute, mal ehrlich von euch, wer geht in Fachhandel, Elektronikfachhandel, lässt sich das Ding erklären und kauft es dann für 100 Euro Billa im Internet? Geiz ist geil, Mentalität. Das ist das Problem. Und nächstes Jahr ist dann der Fachbetrieb eben dicht, weil er eben nicht mehr verkauft hat. Der hat die Leute beraten und dann kaufen sie es letztendlich über Amazon, eBay oder eben irgendwo bei einem Online-Händler, der dann eben keine Fachberatung anbietet. Und das ist irgendwo, also ich kann mir das eigentlich nicht vorstellen, wo das irgendwann mal enden wird. Also geht man irgendwann überhaupt nicht mehr aus dem Haus? Das ist ja dann, gut, bei mir ist es mittlerweile so. Also ich sitze ja nur seit, ich glaube, am 10. März haben sie bei uns dicht gemacht. Also ich war in der ganzen Zeit jetzt vielleicht viermal draußen, also aus unserem Objekt, auch aus unserer Wohnung. Obwohl einmal muss ich raus, weil wenn der Postman kommt, bei mir werden die Pakete abgeholt, dann gehe ich mal kurz vor die Tür. Aber ansonsten, das ist schon eine Katastrophe und so kann ich mir das eigentlich vorstellen. Weil selbst meine Frau, die kauft mittlerweile auch größtenteils, also 80% der Einkäufe wird nur noch online gemacht. Selbst Gemüse und sowas alles gibt es jetzt in sowas wie Freshmart. Also wo du das Zeug alles frisch verpackt kriegst und die kommen dann eben mit dem Moped an und liefern dir das eben ins Haus. Und ist das wirklich der Sinn der Sache, dass du komplett die Beziehung zum Produkt verlierst? Weil das ist ja das Problem. Im Supermarkt hast du ja auch, da gibt es ja wenigstens noch ab und zu mal irgendwelche Leute, die dich dann eben versuchen zu beraten. Aber letztendlich ist der Einkauf ja, wenn es so, wie es jetzt eigentlich sich entwickelt, irgendwann mal komplett kontaktlos. Teilweise werden dann eben irgendwelche künstliche Intelligenzen hingesetzt, die dann eben die Fragen beantworten. Aber will man das wirklich? Also ich kann mir das nicht vorstellen. Gibt es keine Studentenarbeit auf dem Schlachthof? Das Problem ist ja, dass eben viele nicht wollen. Die suchen sich natürlich dann teilweise das, was sie studieren. Ja? Ah, das ist aber... Was wäre, also ich kann mir eigentlich gar nicht mal vorstellen, dass heute irgendwie eine Klasse mal einen Schlachthof besucht. Also ich könnte mir das nicht vorstellen. Weil da würde ja von seitens der Eltern ein riesen Aufschrei passieren. Wenn ich dran denke, wo ich drin gewesen sei, vielleicht 6, 7 Jahre, da sind wir eigentlich immer fast jedes Jahr zum Schlachtefest gefahren. Wo dann die Kuh dann noch richtig da hing und so und dann ausgenommen wurde und dann gab es eben auch das erste Stück frische Fleisch dort. Dann gab es dann die Einweggläser mit der Blutwurst. Zu Deutsch, tote Oma haben wir das dann dazu mal gesagt als Kinder. Das ist schon Katastrophe. Hallo, Pfennig-Nozent. Ja, das ist... Ja, aber wie gesagt, du kriegst ja die Leute nicht mehr dazu. Also, wenn du jetzt zum Beispiel so eine Arbeitseinsätze machen würdest, zum Beispiel... wie es jetzt in Deutschland war, dass die Spargelernte in Gefahr war, weil eben keine ausländischen Arbeitnehmer reingelassen wurden, da würden die Eltern auch schreien, ach, Kinderarbeit, wo gibt's denn sowas? Aber irgendwo müssen doch die Kinder mal lernen, was Arbeit überhaupt ist. Das verstehe ich eben nicht. Und wenn ich mir das anschaue, hier in Indonesien, also haben sie jetzt bis Januar die Schulen auf online umgestellt. Also die bleiben zu Hause, die ganzen Kinder, bis zum 1. Januar ist jetzt sozusagen keine Schule. Außer eben dann online hier. Aber das kannst du ja auch vergessen. Also das ist Katastrophe. Also sie hat ja doch von früh um 7 bis um 12.30 Uhr sitzt ja vor dem Laptop und dann sieht sie über hier Microsoft Team. Da sieht sie ihren Teacher und die anderen Dinger senden den hoch und dann ein paar Aufgaben. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das irgendwas letztendlich ich sag mal beim Lernen, ob das dann eben derselben Sinn ergibt, wie es eigentlich, wenn die Kinder in die Schule gehen. Letztendlich. Klar, es ist immer eine Gefahr und hier gerade mal bei uns, wir sind ja teilweise in der Hochburg, bei uns ist es ja noch extrem schlimm. Ich weiß gar nicht, wie sieht denn die Zahlen überhaupt aus?
Kater. Kater. Oh, 14.747. Zu komplett, obwohl in Indonesien das Problem ist ja, dass sie nicht testen. Ja, also die haben zum Beispiel auf Bali jetzt erst festgestellt, dass die hatten die Verdachtfälle, dass die alle an Dengue-Fieber verstorben sind. Jetzt haben sie mal ein paar Leichen wieder ausgegraben und haben dort mal getestet und haben festgestellt, dass es letztendlich dann doch Corona war. Naja, und das wird noch eine Weile so bleiben, wenn man sich das anschaut. Wenn man die großen Kreise hier sieht, das ist schon Katastrophe. USA. Ja, aber selbst wenn man jetzt sagt, okay, man macht alles auf, das ist ja, das Problem ist doch, man kann ja gar nicht aufmachen. Weil solange das irgendwo im Gebiet noch existiert, besteht immer die Gefahr, dass irgendwie die Ansteckung sich verbreitet. Das ist eben das Riesenproblem an dieser Geschichte. Und ob die Kinder das so letztendlich umsetzen können oder verstehen. Ich dachte schon, die Wende war wirklich ein Ereignis, was man miterlebt hat, was einmalig ist, aber was jetzt derzeit abgeht, ist wirklich, das übertrifft das Ganze. Ja, also. Okay, ja, kann man so sagen. Ja, diese Seminare nicht mehr fertig, dann schon mal. Ja, Impfstoff, das ist ja das nächste Problem. Man sieht ja immer noch nie, dass die irgendwo mal global zusammenarbeiten. Dann macht ja jeder immer noch sein Ding. Die Amis machen ihr Ding, die tun auch irgendwas testen. Es gibt ja nirgendwo, anstatt mal global irgendwie sich alle fähigen Institute zusammensetzen und dort mal zusammen arbeiten, tut jeder seinen Impfstoff versuchen zu generieren, nur um dann letztendlich Thema Geld, es geht dann um nichts anderes, dann eben den Reibach zu machen. Und das ist eben auch das Nächste. Warum zwingt man nicht diese Institute einfach mal zu sagen, okay, das ist eine globale Krise, alle Institute müssen eben im Netzwerk zusammenarbeiten, es muss sich ausgetauscht werden, damit sowas so schnell wie möglich eben auf den Markt kommt. Nee, da wird eben jeder Einzelne wird eben dann arbeitet für sich und nur nichts rauslassen, schön alles top secret lassen, damit andere nicht irgendwie auf den Erfahrungsschatz zugreifen können. Bei so einer Pandemie ist das in meinen Augen eine Katastrophe. Und schlussendlich machen es dann die schönen, lieben, guten Weltverschwörer, insbesondere aus der veganen Szene, dann noch schlimmer. Ja, aber ich sag mal, ich habe ja 18 Jahre im Sozialismus gelebt. Also ich möchte nicht tauschen. Ja, also ich sag klipp und klar, okay, es war nicht alles schlecht in der DDR, auch wenn es da eben irgendwo für die Jugend ein bisschen, erstens war man aufgehoben, ja. Wenn man jetzt mal ein bisschen daraus redet, man war aufgehoben. Klar, es gab Wehrunterricht, wir mussten einmal im Jahr mit 14 ging das glaube ich los, da ging das dann immer los, einmal im Jahr für 14 Tage zum Wehrunterricht, das ging meistens dann so im Ferienlager und da wurdest du eben trainiert, da ging es auch, also vorsichtig gesagt, es ist nichts anderes gewesen als die Hitlerjugend, wenn man sich das mal so anschaut. Du hast geschossen, du warst in einer Gruppe, in einer Clique, du hattest eben militärische Zucht und Ordnung, du hast was erlebt, es hat Spaß gemacht. Heute denke ich natürlich ein bisschen anders darüber, aber der Zusammenhalt der Jugend, sei es dort FDJ, sei es dort Jungpioniere oder Thermenpioniere, das ist was ganz anderes. Also du wurdest erzogen, dass eben du ältere Leute respektieren musst. Dass du eine alte Oma, wenn du in der Straßenbahn sitzt eben, oder im Zug, dass du eben aufstehst und der den Platz anbietest. Wenn du heute mal die Jungs und Mädels hier anschaust, das ist doch eine Katastrophe. Klar, es gibt Ausnahmen, aber das war früher eben so eher ein Gang und Gäbe.
dass man da sich doch ein bisschen auch als Jugendlicher Gedanken gemacht hat, ob du dann hier mal aufstehst. Aber dem Kapitalismus das zuzuschreiben, ich glaub's nicht. Also man sieht's hier, dass er eigentlich weltweit der Sozialismus gescheitert ist. Und das, was dort noch in Nordkorea versucht wird, also ich vermute mal, dass lange geht's nicht mehr so, wie die da eben teilweise hausen. Das Problem ist ja, die sind ja auch komplett abgeschoben. Man hat ja überhaupt keine Informationen, wie es den Menschen dort direkt geht. Auf alle Fälle ging es uns in der DDR dann noch super blendend und auch wenn wir da eben eingeschnitten waren und nicht alles überall hinleisten konnten, du hattest eben eine gewisse Sicherheit im Leben. Ja, klar ist nun mal, aber es war ja DDR auch so. Da gab es ja auch bloß die Parteiführung hat, wie bei Peter, das ist ja nichts anderes. Also es gibt eine Führung und die Führung, die wählte sich immer wieder erneut. Peter ist nichts anderes. Es ist reiner Kommunismus, genau. Da gibt es keine, freien Wahlen. Die Leute, die bei Peter tun sich die Posten untereinander zuschieben. Solange du nicht in Ungnade fällst, geht immer alles weiter. Und wenn es dann irgendwann mal zu spät ist und die Leute lassen dich fallen, dann bist du weg vom Fenster, wie es mit dem Erich war zu guter Letzt. Und klar, dass sie die Leute irgendwo in eine gewisse Richtung leiten musstest, mit, ich sag nur Schulausbildung oder so, also wir hatten ja zum Beispiel Sozialkundeunterricht und wo dann eben teilweise Themen hier, ich sag bloß, werdet ihr ja auch kennen hier, Edesulu, Schwarze Kanal, das war ja immer bei uns teilweise im Sozialkundeunterricht dann eben immer mal das Thema und dann immer der böse, die bösen Wessis. Ja, da gibt es Arbeitslose. Ah ja, das ist alles so, dass die Bundesrepublik ein Sozialstaat war. Davon haben sie natürlich nicht berichtet, dass wenn du arbeitslos wirst, eben vom Staat Geld bekommst, das wurde in Sozialkundeunterricht nicht berichtet. Es wurde nur gesagt, ja, da gibt es einen Haufen Arbeitslosen. Das Problem ist, wir können eigentlich heilfroh sein in Deutschland, weil wie gesagt, ich bin ja gerade 16 war ich, 89, 16, 17. Das ist eben dort wirklich so glimpflich ausgegangen ist, weil im Vorfeld war ja China, die Aktion gegen die Studenten. Und davor hatte man ja wirklich ein bisschen Angst. Also irgendwo hatte man immer Angst. Aber das Problem ist ja immer noch, dass eben der Staat in Deutschland die Kirche respektiert hat. Ja, also in China gibt es ja nichts. Also oder in Russland haben ja die Lenin und Stalin haben ja die Kirchen eigentlich versucht komplett abzuschaffen. Und das ist eben noch ein Punkt, was eben in Ostdeutschland funktioniert hat. Die Kirche und die Kirchen haben eigentlich dann eher den Zusammenhalt Richtung Westen dann eben aufrechterhalten. Untereinander. Und die ganzen Leute, wo haben sie sich getroffen? Zum Montagsdemo ging es vorher immer erst in die Kirche, da wurde gebetet und danach ging es auf die Straße. Weil sie wussten, dass die Stasi, auch wenn sie mit in der Kirche mit drin waren, aber die haben dort die Füße stillgehalten. Weil sie wussten, dort in diesem Gebäude dürfen sie nichts machen. Sobald du rausgehst, warst du natürlich dann wieder dran und musstest mit Repressalien rechnen. Aber in der Kirche, das war eben vom Staat noch irgendwo ein geschützter Bereich, wo sie dann eben die Finger davon gelassen haben. Und hätte es die Kirche nicht gegeben, wäre das mit Sicherheit auch anders gelaufen. Weil die Kirche hat die Leute dann eben auch ein bisschen vorher ein bisschen runtergebracht. Es gab ja eigentlich auch nie Ausschreibungen, es sei denn eben, das ist von der Stasi dort eben inszeniert worden, dass sie dort irgendwo Zugriffe gemacht haben. Da sind die Leute natürlich verrückt worden, aber wenn man sich das mal alles im Nachhinein mal anschaut oder im Rückblick sich mal anschaut, ist das schon eine Riesenkatastrophe. War zum Beispiel, ich
wie gesagt, ich komme ja aus Görlitz, östlichste Stadt von Deutschland. Meine Mutter hat das zum Beispiel überhaupt nicht verstanden. Also ich bin da zum Beispiel nur aus Interesse, weil die Kirche hat dann eben so montags immer so eine Veranstaltung gemacht. Da waren dann eben auch mal Wessis dabei, weißt du, auch mal so Sportler, die dann einfach mal so Berichte gemacht haben. Da gab es eben eine kleine, hier auf dem Beamer, so eine Vorstellung, was sie so alles gemacht haben oder mal von drüben ein bisschen erzählt haben. Das war schon interessant, gerade mal so als Jugendlicher, der von drüben überhaupt noch nicht gesehen hat. Und ich werde auch nie vergessen, was ich das erste. Ihr könnt ja mal einen Chat schreiben. Was denkt ihr, was ich mir als erstes gekauft habe, wo ich in West-Berlin war und meine 100 Euro abgeholt habe? Was war das erste, was ich mir gekauft habe? Von den 100 Euro. Es dauert mir ein bisschen. Also, ich kann euch sagen, Banane war es nicht. Keine Idee. Eine Kiwi war's. Die hat damals eine Kiwi. Da haben sie es abgezockt. Eine Kiwi, 50 Cent. Da habe ich die 100 Euro, die ich gerade aus der Bank abgeholt habe. Jeans nie. Eine Kiwi. Kiwi kannte ich nie. Und das Problem ist, weil ich habe das Ding dann so gegessen, so richtig mit der Schale, weil doch der Apfel oder so, und habe dann erstmal noch richtig reingebissen. Und die Kiwi, 50 Cent, das weiß ich noch, habe ich mit einem 100er bezahlt und der hat mir dann auf dem 100er rausgegeben. Videorekorder genauso, da war mal so in so einer Videothek und da stand dann Monatsmietpreis für so ein Videogerät da. Und da sind wir reingegangen, weil es waren glaube ich 50 oder 45 Euro D-Mark dort. Und da wollte man das Ding dort kaufen. Und der hat versucht uns zu begreifen zu machen, dass das Ding dort zu mieten ist. Ja. Das waren schon Zeiten. Also ich muss sagen, ich habe das meiste Geld dann auch wieder mitgenommen. Also du bist ja erstmal mit großen Augen noch durch die Straßen gegangen. Wir sind ja von Görlitz aus mit dem Nachtzug gegangen. Ich glaube 22 Uhr waren wir in Berlin, sind dann über die Grenze. Und das Erste, was wir gemacht haben, Kudamm. Also den Kudamm, den musste man unbedingt mal sehen als Erstes. Wie gesagt, Banken haben ja alle zugehabt. Die haben ja erst früh um 8 Uhr aufgemacht. Und wir haben dann mitgekriegt, er hat uns dann erzählt, dass auch einem Rathaus hier das Geld ausgezahlt wird. Und wir sind dann extra zum Rathaus gegangen, da waren wir dann fast alleine dann dort. Und da hatten wir uns das Geld dann geholt, weil die ganzen Dings standen ja Schlange. Und deswegen verstehe ich eben auch nie, wenn ich jetzt mal einen Rückblick mache, dass man eben teilweise auf Flüchtlinge in Deutschland so einen Hass macht. Weil, wie gesagt, bei uns, für mich, ich war ja nichts anderes. Wenn man dann mal nach Deutschland kommt und oder ich sag mal nach Berlin und sich das dann dort anschaut, das ist schon, ja, ich werde jetzt sentimental. Ja, Tom, grüß dich. Ja, wie gesagt, und dann 3 Wochen später bin ich dann noch nach Bayern gefahren, weil da ging es ja, in Bayern hast du ja dann nochmal 40 Euro extra bekommen für den zweiten Besuch. Also wenn das zweite Mal nach Bayern gezogen ist, haben die dann in Bayern nochmal 40 D-Mark gegeben. Da waren wir in München und da musste man natürlich Biergarten. Aber wie gesagt, wenn man sich mal so im Nachhinein mal die Eindrücke, die man dort gewonnen hat, das vergisst man nie. Okay, aber wir sind vom Thema abgeschweift. Ja, Unterschied, Tom, wenn man gerade gekommen ist, heute wollten wir eigentlich mal so ein bisschen versuchen, Unterschied Tierrechtler, Tierschutz. Wir hatten uns mal ein Video angeschaut von einer Tierrechtlerin, die da versucht hat, das mal zu erklären. Also wie sie die Tierrechte sieht, also definitiv auf diesen Standpunkt, dass Tierhaltung generell verboten sein muss, also untersagt werden muss. Was wiederum dann eben fehlt bei diesen Aussagen ist, wie sollen die Menschen eben sich ernähren? 8 Milliarden Menschen, wie wir sind, wie sollen die sich ernähren, wenn man wirklich tatsächlich auch vegane Ernährung umsetzt? Klar wird jetzt mittlerweile, ich sag nur diesen veganen Burger hier, diesen Bayern, geht das schon in die richtige Richtung. Und ich muss sagen, bei uns, ich esse auch hier Tofu oder Tempe.
Aber bei uns gibt es eben immer noch ein Stückchen Fleisch dazu oder wenigstens eine vernünftige Soße. Weil die Tempel, das kannst du komplett vergessen, wenn du die Tempel dort nur brätst, das schmeckt nach gar nichts. Das musst du irgendwie entweder mehr würzen oder eben in richtig so einer Fleischsoße. Na, Fleischsoße ist das nicht, aber meine Frau tut das dann mal kurz aufkochen mit so einer Fleischsuppe. Und das schmeckt richtig lecker. Und wenn man sich die veganen Artikel mal anschaut, man braucht bloß mal auf die Inhaltsstoffe kommen, schauen, da wird eben eigentlich schlecht. Es war noch nie mal so lange her, da sagte man, ja, es muss in der Ernährung muss so wenig wie möglich irgendwelche chemische oder künstliche Zusatzstoffe drin sein. Und wenn man sich die veganen Produkte anschaut, da ist doch nichts mehr groß natürlich. Selbst Tapetenleim ist drin, diesen Zellleim, um das Zeug eben zusammenzubacken. Klar sieht das irgendwo, man ist in der Richtung, dass es genauso aussieht wie Fleisch. Aber muss es wirklich so sein? Muss man eben eine Wurst wie eine Bratwurst aussehen lassen, dass er vielleicht danach schmeckt, würde ich ja noch einsehen. Aber muss es unbedingt so sein? Klar, für jeden, der jetzt sagt, okay, ich esse nur Fleisch, den kann man damit das Licht und der wird auch mit Sicherheit sagen, okay, es schmeckt. Ja? Es sei denn, er weiß, dass es eine vegane Wurst ist. Weil der Geschmack, ja, das ist, wie gesagt, normalerweise musst du für jedes Produkt nach vier Seiten an Inhaltsstoffen haben. Wenn man sich das anguckt, was da für E-Nummern drin sind, ist das eine Katastrophe. Und ich kenne das noch bei mir, wo ich dann so ein bisschen so Anfang der 90er, 95, so, da ging es immer darum, ja, so wenig wie möglich Zusatzstoffe drin, die Nahrung natürlich lassen. Und nur das ist gesund. Und das ist jetzt das genau, die Entwicklung ist ja eigentlich gerade bei Veganern genau in die andere Richtung. Dass man natürlich den Fleischkonsum, dass es immer Katastrophe zugenommen hat, dass eigentlich teilweise Leute jeden Tag Fleisch essen. Das ist natürlich auch. Und früher, gut, es gab Leute, die haben eben teilweise Konservendosen jeden Tag bloß gegessen. Ja. Heute isst man eben Fleisch, weil Fleisch ist eigentlich billiger, als wenn du so eine Konserve kaufst hier. Wenn du so einen Eintopf kaufst, ich weiß nicht, also ich gehe mal davon aus, 1,29, so ein Eintopf oder so, so ein Liter. Und wenn du da so einen Schnitzel für 99 Cent kriegst, dann schlage ich doch lieber mit dem Schnitzel zu. Dann holst du dir noch fertig Kartoffelbrei, gibt es mittlerweile bei uns auch. Weil Knorr ist ja von Unilever, also die haben das jetzt hier bei uns in Indonesien auch jetzt durchgebracht. Und hier kriegst du mittlerweile auch schon Kartoffelbrei. Dasselbe Zeug, wie gesagt. Anfangs gab es dann nur immer diese 5-Kilo-Pakete, jetzt gibt es mittlerweile auch schon 1-Kilo-Pakete. Weil sie mitgekriegt haben, dass die Leute das kaufen. Oder auch die Soßen, ja, Soßenpulver, aber eben als Kilo-Paket von Knorr. Diese Jägersoße und sowas alles. Na, also das ist schon, der Weg geht schon dahin, dass eben die Verpflegung global wird. Weil hier im Pils, da gibt es eben, nennt sich Food Hall, ist das Food Hall? Ja, das ist nur Food Hall. Da gibt es selbst Dr. Oetker Pizza gefroren. Ja, ob das nur sein muss, ist fraglich. Mir wäre es ja lieber, wenn es endlich mal Quark hier geben würde. Das ist das, was ich eigentlich am meisten vermisse, Quark. Weil so Roggenmehl und sowas, also Schwarzbrot backe ich auch, also richtig Sauerteig backe ich selber. Weil hier kriegst du zwar auch dunkles Brot, aber das ist wie Aldi, hier diese Matsch, das Matschbrot. Also ein Brot muss bei mir immer schön knusprige Kruste haben. Und deswegen backe ich dann lieber selber. Aber was du eben nicht bekommst, ist Quark. Ich habe auch schon mal versucht, selber Quark zu machen, aber das ist der Arbeitsaufwand ist zum Schluss des Erfolges nicht wert. Also wenn du dann aus einem Liter bloß so 250 Gramm rauskriegst, dann das reicht dann ja mal für Pellkartoffeln mit Quark. Richtig. Man sieht das schon alleine. Also ich sage immer, eine Ernährungsweise muss eigentlich so sein, dass man nicht supplementieren muss.
Also du musst sozusagen dich so ernähren können, ohne auf irgendwelche Zusätze, dass du irgendwelche Tabletten schlucken musst, weil das ist bei Veganen ja notwendig, insbesondere B12. Wobei die dann immer jetzt ja argumentieren, ja, das ist ja schon in den Produkten drinnen. Ja, aber wenn man was kocht, also ich kenne das noch, also mir wurde beigebracht, wenn du was kochst, zum Beispiel wenn du Äpfel kochst, dann fliegt die Vitamine raus. Also du sollst eigentlich Äpfel generell nur maximal, wenn du zum Beispiel hier Apfelkompott gemacht hast, durfte das nicht über 70 Grad sein, weil dann sonst sind die Vitamine weg. Und warum soll das jetzt auf einmal, nur weil es ein paar Jahre später ist und die Leute B12 brauchen, warum soll das dann auf einmal anders sein? Ich wollte gerade was schauen, aber... Ach so, das habe ich glaube bei Gerati drin. Ne? Genau, hier ist das von Quark. Weil normalerweise, muss ich sagen, also ich fand das eigentlich von Quark immer nicht so, weil die sind immer so ein bisschen pro vegan, pro Peter immer so ein bisschen aktiv, aber hier haben sie mal einen Beitrag gemacht, was wirklich mal als Warnung zu verstehen ist. Ja. Geht zwar im Allgemeinen um Supplementierungsmitteln, aber... Gut, bei B12 kann man nichts falsch machen, weil B12, was so viel drin ist, wird ausgeschieden. Aber in den meisten Fällen supplementieren ja die Leute eben Multivitamine, also wo dann eben in der Tablette alles drin ist. Und wenn man da eben bei manchen Sachen zu viel hat, das kann dann eben eher auch schädigen. Das mit den Nierensteinen war ja auch bekannt, wo der eine, ich glaube, Chinese war das. Massennierensteine vegan. Der hatte sich nur vegan ernährt. Vegetarier, aufgepasst. Man isst fast nur Tofu. Ärzte finden 420 Nierensteine. Ja, also das ist ja nicht umsonst. Also irgendwo muss man sich ja da mal Gedanken machen. Und das ist eben das Problem. Ich sag mal, klar, wenn man sich mit der Ernährung befasst und eben mal ein bisschen die Inhaltsstoffe versteht und dann eben auch das so kombiniert, dass es eben alles in vernünftigen Maßen und ausreichend zugeführt wird. Aber die meisten, die jetzt so eine Möchtegern-Tierrechtler, die hören das, ja, ab jetzt lebe ich vegan, die gucken doch nicht, was die dazu nehmen. Und schlimm wird es, wenn sie dann noch Kinder haben und dann anfangen, hier, ab heute gibt es eben keine Milch, keine tierischen Produkte mehr, ab heute essen wir nur vegan und machen sich keinen Kopf, dass überhaupt die Ernährung alle möglichen Bestandteile, die der Körper braucht, eben dann auch zugeführt werden. Und das ist nicht so, dass man eben dann nur mal schnell eine Tablette jetzt, da muss man wenigstens mindestens einmal im Jahr mal einen Bluttest machen beim Arzt, um eben zu prüfen, ob alles okay ist. Und wenn man das dann wieder sieht, ich sag mal, wenn du in Deutschland bist, dann finanzierst du ja, weil es ist ja ein Sozialstaat, andere, die eben nicht krank sind und eben normal sich ernähren, finanzieren dann diesen Leuten diesen Bluttest, nur weil die sich eben in der Hinsicht ungesund ernähren. Und das kann es ja auch nicht sein. Ja, stimmt, es gibt Vitamine, die sind hitzestabil. Also B12 dürfte eigentlich auch hitzestabil, weil wie gesagt, beim Schnitzel, wenn du was brätst, müsste ja dieses dann auch weggehen. Aber zum Beispiel, wie gesagt, bei Äpfel kenne ich das, also bei Obst, dass da bestimmte Vitamine eben letztendlich vernichtet werden, wenn du über 70 Grad gehst. Ist ja bei Milch genauso, wenn du hier... Milchschaum machst, durfst du ja auch nicht über 70 Grad kommen, sonst kannst du es vergessen. Ja. Ach so, das wusste ich nicht. Ja, bloß dann hast du ja das Problem, weil wenn du zum Beispiel so ein Tofu-Schnitzel kaufst, was mit B12 angereichert ist und du brätst das, dann hast du ja überhaupt keine Zuführung, dann ist das ja so gut wie weg.
Ja, letztendlich wird sich das auch entscheiden, wenn man, ich sag mal, es ist ja jetzt erstmal die Phase, gut, es ist 5 Jahre jetzt, wo man sagen kann, wo ich es jetzt beobachte, dass es eben extrem ist, aber mittlerweile tut es ja immer weiter sich zurückentwickeln. Selbst es berichten ja mittlerweile auch hier YouTuber, die dann eben sich von der veganen Ernährung abwenden. Und das ist eben ein richtiger Vorteil, weil mittlerweile ist es ja so, gerade bei YouTubern oder bei jungen Leuten, die gucken ja kein Fernsehen mehr, die gucken ja nur noch YouTube. Hier der Tim Schief, der hat sozusagen jetzt erst vor ein paar Wochen, 28.03., hat sozusagen nach 6 Jahren vegan gesagt, okay, er kann nicht mehr, weil eben sein Körper nicht mehr mitspielt. Weil er merkt, irgendwas ist nicht in Ordnung und deswegen ist er jetzt dann eben doch wieder normal, sage ich dann immer. Wie gesagt, es kann, die erzählen ja immer, ach, mir geht's prima. Das ist doch logisch, wenn ich mir Vorsätze mache zu Neujahr und ich sage, okay, ich höre jetzt auf zu rauchen und man glaubt fest daran, dann fühlt man sich auch besser. Und irgendwann kommen dann die Entzugserscheinungen und dann kommt der Knaller mal. Oder Sport machen, ist ja auch immer so eine Sache. Ja, ich bewege mich. Ich habe mir das auch immer gesagt. Immer zu im Dezember, nächstes Jahr packst du das an. Habe ich auch lange durchgehalten. Aber irgendwann ist dann eben, da hast du dort mal keine Zeit, da hast du dort einen Termin. Und da hast du dann keinen Bock. Und dann war auch Stress bei der Frau meiner Firma. Die musste dann teilweise mal länger machen. Da konnte man immer zusammengehen. Alleine hatte ich keinen Bock. Dann haben sie die Kleine, weil die ist dann 13 geworden, die haben sie dann mal als kostenlos mitgehen lassen. Das sind alles in den Geschichten. Die Frust haben. Ja, ja, das ist ja auch immer das. Die sagen ja immer, die normalen Esser oder normalen Menschen, die würden die Veganer haten. Aber wer kommt denn immer, wenn du mit einem Veganer zusammensetzt, hast du doch schon immer das Problem, dass du irgendwann zum Thema Essen kommst, das kann ich nicht essen, das kann ich nicht essen. Anstatt sich einfach hinzusetzen und einen Salat zu bestellen, nee, da wird erstmal stundenlang diskutiert, na, das kann ich nicht essen, das geht auch nie, ja, da ist ja Milch drin, das geht auch nie. Also, die sterben doch deswegen nie, weil doch mal irgendwie die Suppe mit einer Hühnerkeule gekocht wurde. Man kann doch seine ethischen Vorstellungen haben, aber man muss doch auch mal irgendwie gesellschaftlich in der Lage sein, sich an den Tisch zu setzen und einfach mal zu sagen, okay, ich esse zwar jetzt nicht das Fleisch, aber wenn dort eben die Suppe mit einer Hühner oder mit Rindfleisch Sud aufgekocht wurde, dann tue ich jetzt mal mich durchsetzen. Das kriegst du aber nie hin. Die halten das dann noch jahrelang vor, dass du mit denen dorthin gegangen bist. Ja, wobei eben das mittlerweile, na gut, du hast eben das Problem, du musst eben immer hinten drauf gucken, aber dadurch, dass du jetzt ja alles mit dem Logo zertifiziert hast, da kannst du ja eigentlich größtenteils nicht falsch machen. Ja, aber du siehst ja, wo es letztendlich hindert. Wir brauchen bloß mal den Attila Hildmann uns anschauen, weil mag sein, es liegt nicht dran, aber es ist die Vermutung, ist wirklich nahe, dass solche kritischen, physischen und psychischen Ausrutscher, die er von sich gibt, Grundlage seiner Lebensweise sind. Oder anders kann man das eigentlich nicht vorstellen. Ja, irgendeinen Grund muss es ja haben. Klar tut man sich irgendwo reinsteigern. Also ich kenne hier einen Kumpel von mir auch. Ich habe dann letztendlich gesagt, ja, komm, lass das Thema. Weil wir uns da übelst gestritten haben. Unter dem Motto, ja, Corona ist nicht so schlimm. Und es sieht, dass er eben in seiner ganzen Nachbarschaft die Leichensäcke rausschleppen. Aber die sind alle nicht an Corona gestorben. Ja, das war dann immer was anderes. Auch wenn das nicht weiß, aber es ist immer was anderes gewesen. Ja, es ist ja auch immer so, nur Mineralwasser.
oder andere Sachen. Oder wenn sie dann immer ankommen hier mit Katjas hat ja auch übelste Werbung gemacht hier. Endlich vegan. War schon immer vegan. Nee, jetzt ist es zertifiziert. Jetzt haben wir ein Logo drauf, dass es vegan ist. Ja. Also irgendwie. Vielleicht ist es auch bloß, man sieht es ja, es geht ja immer mehr bergab. Hildmann musste ja schon bevor er hier so durchgedreht ist, ja in Ladenlokal schließen. Song ist schon seit 2 Jahren geschlossen. Also es gibt selbst hier Einzelhändler, also vegane Geschäfte, die geschlossen haben. Gut, da muss man sagen, der Konkurrenzkampf ist natürlich groß geworden, weil jetzt eben auch die Supermärkte eben einfach sagen, okay, die bieten jetzt eben auch mit an. Klar, aber wenn man mit den Konkurrenzen nicht klarkommt, dann ist ja irgendwas falsch. Also dann macht man definitiv im Business was falsch. Und wenn eben dann ein Veganer sein Zeug dann eher doch im Supermarkt holt, weil es dort eben 20 Cent billiger ist, als wenn er in dem Geschäft mitten in der Stadt geht, dann tut es mir leid, weil das ist das, was irgendwann mal passieren wird, weil letztendlich schließen die Geschäfte dann und irgendwann wird dann eben, man sieht es ja auch bei, wie heißt die Firma mit der Mühle, Rübenmühle, die haben ja auch teilweise Produkte mittlerweile schon wieder, vegane Produkte wieder gecancelt, weil eben der Absatz nicht stimmt, die Absatzzahlen. Genau, Lev. Ja, ja, die ziehen nur um. Ja, aber das war schon klar. Also wenn man sich das dort mal angeschaut hat. Und der größte Clou ist ja, er hat ja, glaube ich, 30.000 oder 50.000. Das ist ja der Manager von den Fantastischen Vier. Das Bärchen. Der dort das Song aufgemacht. Der hat ja dann in so eine Crowdfunding-Aktion gemacht und hat da in, glaube ich, 30.000 oder 50.000 eingenommen. Und hat dann ja mal ein Jahr offen. Ja, hat dann die komplette Küche finanziert und so, das hat er alles mitgenommen und ist Rügenwalder, genau. Ah, wenn ich euch nicht hätte. Das ist ein Problem, wenn man so lange weg ist, dann kennt man, vergisst man meistens dann die Werbung. Es liegt zwar immer auf der Zunge, aber wenn man davon nie jeden Tag spricht oder davon hört, dann vergisst man meistens das. Genau, Rügenwalder. Die Bärchenwurst kenne ich noch, für meine Tochter. Grob oder fein, mit der Mühle muss es sein, genau. Die Werbung kenne ich auch noch. Richtig. Ja. Ja, aber ich würde sagen, das ist alles nur, also vegan, das ist nur ein Trend, der jetzt irgendwann sich abebben wird. Weil vegan sich zu ernähren, das ist für gerade mal für einen Deutschen, ist es doch eigentlich ein übelsten Aufwand, sich vegan zu ernähren. Einerseits kriegen ja viele mit, dass sie eben Freundeskreise verlieren durch ihre Ernährungsweise, weil sie eben nicht mehr überall mit dabei sein können. Und andererseits werden die Angebote eben immer, wenn eben die Abnahme nicht stimmt, gerade mal bei so großen Firmen, die eben dort investieren, weil es ist ja auch das Problem, es ist ja kein Billigprodukt, es muss ja massiv Arbeit investiert werden, um so ein Produkt zu produzieren. Das ist ja nicht so wie ein Stück Fleisch, was du in die Pfanne schmeißt und dann ist es fertig. Da steckt ja wirklich ein bisschen, man sieht es ja an den Inhaltsstoffen, da muss ja eigentlich alles zusammengemixt werden. Und dass die dann eben nach und nach die Sachen einstellen, ist wohl das wird wohl faktisch sein. Und wer dann eben dann immer noch vegan ist, der macht es eben wie früher. Früher gab es auch Selbstversorger, ja, also die dann eben im Garten ihr Gemüse und Obst angebaut haben und dann eben versucht haben, nicht mehr einzukaufen. Und das wird wahrscheinlich dann eben wieder auf diesen Stand gehen. Die meisten werden dann sagen, okay, scheiß drauf, Fleisch schmeckt und ist gesund und deswegen gehen wir zurück. Ja, aber nichtsdestotrotz ist trotzdem der Fleischverbrauch ein Riesenproblem in Deutschland. Also und nicht bloß in Deutschland, das ist eigentlich in jeder westlichen Welt. Wenn man die Amerikaner sich anguckt, hier in Indonesien ist es mittlerweile auch so schlimm geworden. Also selbst ich sag mal, ich bin mit 80 Kilo hierher gekommen, jetzt bin ich 125. Wobei bei mir eben der Bewegungsmangel das ist. Ja, also.
Aber toll, 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 ich halte das Gewicht, weil ich habe mir gesagt, mehr darf es nicht werden. Die 131 habe ich zwar auch schon gesehen, aber die habe ich mir wieder abgerackert. Katastrophe hier. Okay. Gut, haben wir wieder fast 2 Stunden, 1:41. Ich würde sagen, ich mache Schluss. Morgen ist Happy Birthday. Ich weiß immer noch nie, was ich mache. Wenn ihr Ideen habt, immer raus damit, ob wir da irgendwas Spezielles machen. Ihr seht ja mit Livestream, Banane, genau, nur noch Bananen, dass wir uns irgendwelche Videos angucken, ist immer so eine Gefahr, dass eben dann doch irgendwie in einer dann irgendwelche Rechte anmeldet. Ich werde den Sörmicke mal eine E-Mail schreiben und ihn darauf hinweisen, dass wir uns das dort eigentlich nur angeschaut haben, weil wir eben das Thema behandelt haben. Mal sehen, ob er den zurücknimmt. Weil er selber hat es ja nie beantragt. Es war ja sein, er ist ja in so einem Netzwerk drin, ne? Und die haben das, hat natürlich auch lange gedauert. Ich weiß gar nicht, wann war denn das? Habe ich dann hier irgendwo, ne, habe ich nochmal. YouTube-Studio. Wann haben wir denn den uns angeschaut? Wann ist denn das Video? Sehe ich das irgendwo? Hier sehe ich es nie. Video. Livestreams. Unsere Politik. Was hier? Entweder der oder der war es drüben, also 3-4 Tage haben die gebraucht. Aber ich habe schon so ein Ding, also da haben sie aber gemeckert wegen der Musik. Der erste Stream gleich, da gab es auch so einen Fall. Ach hier, genau, der erste. Beschwerde wegen Urheber, aber war eben auch kein Streit, das war... Der Musiktitel dort im Hintergrund, den ich in der Startphase laufen hatte, der hat den Kunden in dieses System eingetragen, was ich eben nicht verstehe, weil ich habe die Lizenz da gekauft. Gut, bei jetzt, bei dem vom Sörmicke das Video, klar, man hätte vielleicht fragen müssen, aber mal ehrlich, wer tut denn Fragen? Und ich sag mal so Reaktionen, ich habe ja das Video nie 1:1 verspielt oder ja, wir haben es uns gemeinsam angeschaut. Ja, mal sehen, was er sagt. Ja, zu viel Kohlen und hat auch zu wenig Fleisch, genau. Ja, Tom, ich mache mir schon irgendwie Gedanken, da muss ja auch irgendwas einfallen. Und was Großes wollte ich zwar machen, aber das ist zurzeit, habe ich auch so viel um die Ohren. Es gibt wieder Probleme da bei der einen Sache, weil es geht ja jetzt wieder langsam los, das Business. Das ist immer... Dann läuft das so, dann spielen die Mitarbeiter nie so, wie man will, dann melden sich wieder 3 krank. In Indonesien ist es so, die können sich ja einfach, die bleiben einfach daheim. Die rufen dann einfach, schicken dann irgendwann mal eine WhatsApp-Nachricht mitten am Tage, dass sie nicht kommen können, weil sie sackett sind, also krank sind. Katastrophe. Ja, da muss man aber durch als Lurch. Okay, ich wünsche euch was. Wir hören uns morgen und mal sehen. Ich lasse mir schon was einfallen, ne? Tschüss! Ich muss alles wieder finden.